Hey, Johannes hier von newgadgets.de und bin gerade hier auf der Computex 2014 und schaue mir hier am Stand von Banban Game das Smartphone Wolf an. Also die Firma ist eigentlich eher für Apps oder für Spiele bekannt, hat aber auch bereits letztes Jahr das Carlos Tablet vorgestellt, ein High-End-Tablet mit einem sehr hochauflösenden Display und einem Tegra 4 Prozessor. Dann gab es noch die Crowdfunding-Aktion mit dem Project S, einem super High-End-Smartphone. Und jetzt zeigen sie hier das Wolf, das auch interessante Specs hat und für einen Preis von nur 129 US-Dollar auf den Markt kommen soll. Gehen wir mal kurz auf die technischen Daten ein. Da haben wir hier also ein 5 Zoll Display mit einer Full-HD-Auflösung. Das sind also 1920x1080 Pixel. 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Speicher für den Benutzer. Und wir können hier natürlich auch MicroSD-Karten einsetzen, um den Speicher dann zu erweitern. Als Prozessor gibt es einen MediaTek MTK Octa-Core Prozessor mit 1,7 GHz. Also auf jeden Fall gut Leistung. Android KitKat, also 4.4 ist hier installiert. Wir haben 2 Kameras, selbstverständlich. Einmal hier vorne 2 Megapixel und auf der Rückseite dann eine 13 Megapixel Sony Kamera. Und hier auch noch mit Dual LED. Videos können in Full HD gemacht werden. Das ganze System läuft schön flüssig und fühlt sich auch gut an. Es ist Kunststoff, auch mit einer Oberfläche, die an gebürstetes Aluminium erinnern soll. Also ähnlich wie beim LG G3. Gehen wir mal kurz um das Smartphone herum, da haben wir hier einmal Lautstärketaste, Mikro, USB, dann hier nochmal den Power-Button und hier den Kopfhöreranschluss. Das Design gefällt mir, sieht sehr gut aus, hält sich auch ganz gut und das hier ist das Banban Game Wolf und das Smartphone wird für nur 129 US-Dollar auf den Markt kommen. Es ist jetzt noch nicht klar, ob es irgendwann mal auch in den USA oder in Europa auf den Markt kommen wird, aber für das Gebotene hier sind 129 US-Dollar also wirklich sehr, sehr gut und es kommt jetzt erstmal Ende des Monats, also im Juni 2014 in Asien, also erstmal in Taipei auf dem Markt. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Smartphone habt, dann stellt sie einfach hier unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie zu beantworten. Vielleicht noch ein paar kleine Specs, wie der Akku ist, er hat 2300 mAh und der Akku ist austauschbar. Und von der Höhe ist es 8,9 mm dick und wiegt nur 145 Gramm. Falls ihr also, wie gesagt, die Fragen habt, stellt sie einfach. Ich kann die Firma kontaktieren und euch dann die Frage vielleicht beantworten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch gebt auf YouTube. Das unterstützt mich natürlich sehr in meiner Arbeit. Und schaut auch meine anderen Videos von der Computex, denn hier wird einiges gezeigt. Neue Smartphones, Tablets, Gaming, Notebooks oder auch Gaming-PCs wie Steam Machines. Also einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao.